Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, und ich habe mal den guten Sorin mal die Maske aufgesetzt, die wir uns letzte Folge gecraftet haben. Die maskierte Knochenkrone. Und Alter, wenn die nicht mal geil aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Alter, awesome. Das Teil sieht doch einfach mal hammermäßig aus. Alter Schwede, das sieht so ein bisschen Sauron-mäßig aus, so. Herr der Ringe. Yeah, wir sind so ein Oberbösewicht. Könnte man glatt meinen. Alter, das Teil sieht hammermäßig aus. Alter Schwede. So, das Aretino-Familienerbstück, wo schmeißen wir denn das hin? Können wir denn das hinstellen, schmeißen, legen, was auch immer? Wo wäre ein schöner Platz? Da oben vielleicht. Komm, wir schmeißen es mal aus dem Inventar raus. Ding. Und stellen es mal da oben rauf. Ja. Sehen wir so ein bisschen heikel. Ja, steht. Haha, schön. So, haben wir noch was dabei, was wir gerade überhaupt nicht brauchen? Das Erz, das könnten wir mal alles rausschmeißen. Mit dem konnten wir jetzt im Moment gerade sowieso nichts anfangen. Die Korundumbarren, Korundumerz, Holzkohle, Sehne, Torch, lasse ich auch hier. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Zwergischer Metallbarren können hier bleiben. Ja, dann haben wir hier wieder massig an Gewicht eingespart. So, Zutaten haben wir ja auch nicht mehr viel dabei. Da haben wir auch ausgeräumt. Überlebe Himmelsrand, Feldmedizin, das können wir ja nicht ablegen. Nö, wir sind eigentlich gut ausgerüstet im Moment. Passt mir eigentlich relativ gut. So, ich nehme noch kurz einen Stärketrank mit. Hole ich mir noch schnell aus unserer Truhe. Zaubertrank. Nee, Zaubertrank der Stärke. So, dann nehme ich meine mit. Und dann geht's weiter. Wie viel haben wir uns denn eigentlich letztes Mal Wasserpfeile gebaut? Muss ich mal kurz gucken. 60 Stück. Ja, das wird reichen. Die machen zwar einen Schaden nur, aber die sind ziemlich awesome. Ich könnte es euch ja mal demonstrieren. Moment. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Ich demonstriere die Wasserpfeile mal kurz. Denn hier drin ist es eh gerade schön. Hundi. Ach, du stehst wieder mal. Super. So, ich speichere aber vorher. Sonst wäre es ein bisschen unnötig. Wasserpfeile hat er schon ausgerüstet. Wunderbar. Nee, Zwergenpfeile. Ich hätte gern die Wasserpfeile, bitte. Dankeschön. So, und jetzt hier. Flatsch. Und das Feuer ist gelöscht im Prinzip. Das funktioniert auch mit den Kerzen. Platsch. Aus. Mit der auch. Platsch. Aus. Ja, funktioniert eigentlich nach einem ganz einfachen Prinzip. Da, wo der Wasser, also jetzt vom Programmcode her, da, wo der Wasserpfeil einschlägt, da wird eigentlich einfach die nächstgelegene Lichtquelle wird gelöscht. Ganz simpel. So wie hier. Ich kann gegen die Wand schießen, muss nicht mal das Wasser treffen. Vorsichtig. Nö. War noch zu weit entfernt. So. Ja, wie gesagt, das Feuer brennt zwar noch ein bisschen, aber es ist dunkel. Und ich find's einfach genial. Hundi, schubst mich nicht rum. Du mit deinen Hintern. Hundehintern. Ja, und wenn wir jetzt Dings. Zerstörung. So können wir auch wieder schön das Feuer anzünden. So wie genau. Willkommen in der Kriegs. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Na? Wir haben auch der Männer gewählt.
So, jetzt haben wir es wieder angezündet. Bisschen unkonventioneller Weg anzuzünden, aber funktioniert. Wir können Lichtquellen aus- und anzünden. So, habt ihr das auch mal gesehen? Was denkt ihr, was ihr da? Ihr hättet nicht hierher kommen sollen. Ich brate dich. So, okay. Ihr habt das mal auch mal gesehen. So, welche Pfeile habe ich jetzt drin hier? Zwergenpfeile. Okay, wunderbar. Will ich aber nicht haben. Ich will unseren Dämmerbrecher. Das Lichtschwert des Guten. Oh, okay, auch wenn wir aussehen wie das Böse selbst, aber naja. Ist ja wurscht. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Ach, halt doch die Schnauze. So, ich guck mal kurz unter die Fertigkeiten. Wir haben ja noch einen Fertigkeitenpunkt. Da gucke ich mal kurz auf Schmiedekunst. 29, nein. Hier könnten wir elfisch Schuppen- und Stahlplattenrüstung. Ja, ich werde aber eher in diese Richtung skillen. Zu orkisch, zu Ebenerz. Wie gesagt, gerade Ebenerz, das ist einfach. Oh, Ebenerzrüstung. Dann zu Dedrisch. Und dann natürlich auf Drache. Also ich möchte hier schon die 100 voll haben. Vulkanglas ist zwar super, aber ich finde Dings besser. Aber da müssen wir noch ein ganz schönes Stück skillen. Gell, Hundi? Hundi, Hundi, Hundi. So. Ja, wir haben ja Zeit. Wann machen wir denn diese Folge? Jetzt läuft die eh schon wieder so lange und ich weiß noch gar nicht mal, was wir vorhaben. Ich wollte ja nach Flusswald. Uns dort mit Delfine treffen. Das könnten wir eigentlich mal tun. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir mal. Das könnten wir doch tun. Ach, ich finde das immer schön, wenn wir da wieder mal nach Weißlauf zurückkommen, mal das Inventar aussortieren, ein bisschen aufräumen. Ach, das ist schön. Ich finde das super. So, wir können unsere Back of Fur wieder mal ablegen. Wo haben wir es denn? Unter Bekleidung natürlich. So brauchen wir ja im Moment gerade nicht. Ach, das sieht einfach hammermäßig aus. Wenn wir jetzt noch das Nachtmarschlachtross hätten, mit den leuchtend roten Augen, dann würden wir... Boah, stellt euch das mal mit einer Ebenerzrüstung vor, mit einer schwarzen. Einfach hammermäßig. Ach, das sieht einfach Hammer aus. Aber ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu schreiben, zu der maskierten Krone. Ich find's super. So, aber wir reiten jetzt erstmal nach Weißlauf zurück. Weißlauf nach Flusswald. Natürlich. Nicht nach Weißlauf. Weißlauf kommen wir ja gerade her. Ach, schön. Einfach wieder mal ein bisschen durch die Prärie reiten. Ach, das ist doch schön. Hm, zieht zwar wieder ein bisschen die Wolken heran, aber naja. Ist gerade nicht ganz so schlimm. So, irgendwelche Banditen unterwegs. Nö, nur ein paar kaiserliche. Ist auch gut. Oh, ich sehe da oben Wölfe. Die holen wir uns natürlich. Entweder war es eine Ratte oder ein Wolf. Hallo? Habe ich doch gesehen gerade.
Huch. Ach so, da ist er. Ich dachte zuerst, das ist Warlock. Ja. Ja, ist natürlich nicht so einfach. Wie gesagt, da gerade... Oh. Ich höre Drache. Ich höre Drache. Das heißt... Oh, scheiße. Alter, ich hau ab hier. Warlock, gib Gas. Andere Richtung. Ja, Drache, Drache. Ihr wisst doch, was beim letzten Drachen passiert ist. Drache böse. Drache und Sorin ist gleich nix gut. Ist gleich viel, viel Aua. Beziehungsweise eigentlich gleich tot, aber ja. Hirsch! Hirsch! Bock! Ach, super. Ich finde das mit dem Wetterhorst so super. Wenn die Tiere einfach so auf die Seite reiten kann. Ah, hier ist es friedlich. Yay! So! Wo parken wir denn unser Pferdchen? Ich würde sagen, auf der Weide. Wir fühlen uns ein wenig hungrig. Ja, ist ja kein Problem. Können wir ja was essen. Wir haben ja genug dabei. Ja, ich muss sagen, von den Anfängen bis jetzt, wir haben uns doch nicht so schlecht gemacht. So, Pferdchen, hier kannst du mal ein wenig grasen. Hier ein paar Disteln mampfen. Nam, nam, nam. Alles mal wegnomsen hier. So, was wollte ich? Was essen, genau. Essen. Ein Brot. Und dazu Ziegenbein. Und uns geht's wieder gut. So, voll quer durch die Maske. Hat wahrscheinlich so eine Futterluke vorne. Hundi? Ja, Hundi kommt mit. Der darf auch rein. Und wir fühlen uns schon wieder hungrig. Was? Kaffee. Ah. Wir können es auch nicht schon wieder hungrig fühlen. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Oh. Kommt, ich habe einen Plan. Okay. Wie erkennt die mich denn? Na, wahrscheinlich am Umhang. Obwohl ein Talmoor-Umhang. Naja. Aber er sieht schon edel aus, vor allem mit dem Logo am Rücken. Truhe. Super. Geldbeutel. Den dürfen wir sogar nehmen. Septim, Septim. Blöder Krug. Septim, Septim. Wunderbar. Noch ein Geldbeutel. Okay, dann gehen wir mal in den Kleiderschrank. Begehbarer Kleiderschrank, die wissen hier gut zu leben. Muss man denen doch mal lassen. So, dann ich habe einen sprich. Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmoor schmuggeln können. Na wunderbar. Es ging ja schnell. Ich mache das hier schon sehr lange, erinnert ihr euch? Während die Talmoor nach mir gesucht haben, habe ich sie beobachtet. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleichen? Die Botschafterin der Talmoor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmoor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmoor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Haben wir noch Fragen? Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr sicher auch, dass er vertrauenswürdig ist?
Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Das wird mir schwerfallen, ich hau lieber drauf. Und das mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Aber zuerst mal sind wir sehr, sehr durstig. Nö, wo haben wir denn? Natürlich wieder unter Eisen. Du könntest noch einen Schluck mehr vertragen. Ja, dann gleich noch eine Flasche. So, 2 Liter dürften aber genügen. So, wieder durch die Futterluke, dass ja der Helm rostet. Karte der Drachengräber. Die haben wir noch gar nicht. Hundi, komm mal her, lass die mal raus. Oh, jetzt ist sie weg. Komm mal her, ja, braves Hundi. Was liegt denn hier noch rum? Pfahlwurzel. Tundra-Baumwolle. Oh, und alles Tränke. Das ist ja super. Gesundheit, kleine Heilung, Feuerresistenz, geringe Magika, Ausdauer, Kriegers, Zerstörung. Ey, super. Das dürfen wir einfach alles nehmen. Glühstaub, Riesensee, Lavendel. Nordranke, Salz. Eisgeistzähne. Schlachterfischei. Dürfen wir einfach alles nehmen. Ja. Ausdauer, Verteidiger. Ja, wunderbar, da sind wir gleich wieder voll. Da haben wir noch einen Langbogen. Schade, dass hier nichts mehr hängt. Na, ah, kein Beutel. Septim, 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 Septim. Aufstieg und Fall. Ja, immer alles gründlich. Durchsuchen und schauen, dass wir nichts vergessen. Sehr, sehr wichtig. Für uns zumindest. So. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir das. Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig. Okay, nach Einsamkeit. Das dauert noch eine Weile, bis wir dahin zurückkommen. Aber wir könnten mal in der Zwischenzeit Zuflucht zur dunklen Bruderschaft. Das ist nämlich gar nicht mal so weit weg. Das ist direkt da unten. Wie gesagt, das wäre eigentlich doch ein schöner Ritt. Könnten wir ganz gemütlich dahin reiten. Wie spät haben wir es denn? Ach, 6 Uhr abends. Da brauchen wir auch nicht mehr viel machen. Dann füllen wir nochmal schnell unsere Wasservorräte auf am Fluss. Oh, Hühnchen. Wir könnten hier mal eine kleine Runde jagen gehen, mal wieder. Waren wir schon lange nicht mehr. Ich finde das eh so klasse. Glaubt ihr wirklich, dass ich eines Tages ein Schmied... Lalala. So, wir füllen mal unsere Wasservorräte auf. Papa, so gut wie Eol und Graumähne? Oder vielleicht... So, und dann schnappen wir uns unseren Bogen und dann suchen wir mal ein fröhliches Reh. Hundi, du bleibst hier. Ja, du bleibst hier. Wir gehen mal ein bisschen jagen. So, da drüben, da sind ja eigentlich immer gut Hirsche unterwegs.
So, schauen, dass wir nicht zum Schwimmen kommen. Sonst sind wir wieder nass. Und dann werden wir mal einen Hirsch suchen. Ja, da gibt es ein paar Wölfe da drüben. Da, ich weiß nicht, ob man sieht. Jetzt müsstet ihr sie sehen. Ein paar Wölfchen. Oh, da ist ein Hirsch. Hirsch. Der läuft ein bisschen panisch umher. Da sitzt er aber in der Falle, da kommt er mir nicht raus. Wir dürfen ihn nur nicht vorbeilassen. Ich glaube, da hinten war er. Da oben ist er. Ha! Ich sehe dich. Ach, daneben. Verflucht, alles daneben. Schade. Komm, den holen wir uns noch. Da ist er. Komm her, du Hirsch. Nein, nicht schon wieder. Ja, haha, jetzt hat er aber. Jetzt habe ich dich. So, wunderbar. Ja, jagen ist nicht einfach. Hier müsste noch ein Pfeil rumliegen. Kein Pfeil mehr. Hey, das war ein Zwergenpfeil. Komm schon. Verdammt. Die kosten Geld, die Teile. Gut auch noch. Naja, billiger als wenn wir ein Fell oder sowas kaufen würden, ist es allemal, aber... Wir können ja auch noch schauen, ob wir einen Wolf erlegen können. Die müssen ja noch immer da unten rum. Stehen. Wo waren denn die jetzt? Waren die nicht vorher da unten? Ich meine, ja, okay, vielleicht sind sie weitergezogen. Die haben ja auch ihren Tagesablauf und gehen jagen und so weiter. Durch die Animals and Predators Mod. Für alle die natürlich, die da zu diesem Let's Play neu dazugekommen sind. Die haben Tagesablauf. Die Tiere, alle Tiere natürlich, die gehen jagen, jagen sich gegenseitig, die fressen sich gegenseitig auf und so weiter und so weiter. Ah, da ist er. Da, 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 da. Ich sehe dich. Ja, die werden jetzt gut zielen, so. Oh, der war zu hoch. Ach komm. Fluch, das war daneben. Scheiße, das war daneben. Jetzt will ich aber meine Pfeile wieder haben. Na komm, gegen zwei Wölfe werden wir uns noch zur Wehr setzen können. Komm schon. Noch einer? Noch einer? Nö. Tja. Ein bisschen Einhand haben wir auch wieder geskillt. So, jetzt suche ich meine Pfeile wieder. Vielleicht finde ich sie ja diesmal. Hier, das waren zwei Pfeile wieder. Nö. Hallo, Pfeile, Pfeile.
Die sind teuer. Verflucht. Glühwürmchen. Ja, ich weiß, die heißen Fackelwürmchen, aber ich sag Glühwürmchen, weil es sind Glühwürmchen. Ach, da liegt einer. Yes, einen haben wir wieder. Ist ja schon mal etwas. Haben wir einen Pfeil wieder bekommen. Ah, da liegt sogar der zweite. Yay! Beide Pfeile von der Wolfsjagd wieder bekommen. Juhu! Und ein Blümchen gleich dazu. Das Blümchen nimmt auch noch mit. Ja, super. Das ist doch schön. So, dann schnappen wir uns wieder unser Hundi. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz gemütlich schlafen. Hundi. Willkommen. Wir gehen immer ganz gemütlich schlafen. So. Ja. Aber für diesen Part mache ich wieder einen Cut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim 2.